Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wolfenhain. Beim letzten Mal sind wir, glaube ich, aus der Höhle entkommen. Ja, jetzt. Da war was. Und wir sind nochmal zurückgelaufen. Weil Spiegelwelt und so. Dank Gisuls Augenmerk. Oh. Offenbart das Versteck eine Betätigungseinrichtung. Ein Schalter, wie? Na dann. Okay. Drachenpferde ohne Ruhe, wendet euch einander zu. Das klingt nach einem einfachen Rätsel. Ah. Die Helden erhalten 100 Erfahrungspunkte. Okay. Stille den Hunger auf 3. Oh nein. Ich weiß doch nicht, wie die Schachfiguren laufen dürfen. Und vor allem, von wem muss ich den Hunger stillen? Vom Bauern oder vom Pferd? Ich kann hier vorbei. Okay. Eins. Zwei. Drei. Ich bin so klug. Oh Gott. Okay, das hier ist recht einfach. Okay, man kann hier mega cheaten, man muss gar nicht drauf achten, wie die laufen können. Ach, das bin ich. Okay. Ach Gott. Also, der kommt hier runter. So. Der kommt dahin. Der kommt dahin. So. Und ich glaube, das muss ich spiegeln. Ich habe keine Ahnung, ob das passt, aber egal. Oh nein. Nee, doch, das geht. Hä? So. Scheibenkleister. So.
Und tada! Okay. Hierher und nicht weiter, schwarze Ritter. Hab wenig Lust, in eine Verwechslung zu schlittern. Guck mal in Ruhe. Sieht so ein schwarzer Ritter aus. Wohl verhüllt, ewiger Feind. Doch heute täuschst du mich nicht. Ich weiß dich darinnen. Genug der Albernheiten, Zossenkopf. Wir können im Guten reden oder du unterhältst dich mit Erstschlag. Hat drei Schwarze über sich, doch nur eines neben sich. Was? Damit wäre wohl alles gesagt. Sobald Gisulf hat, was der Ritter will, drücke selbstbewusst die Enter-Taste. Drei schwarze Felder über sich, doch nur eins neben sich. Das gibt's doch nicht, sind denn hier alle? Und bummle nicht. Hier? Aber... Er säumt, der Frevling? Warte nur. Schachmatt! Okay, also... Drei Schwarze über sich und nur eins neben sich. Aber das muss doch eine Ecke sein. Also... Ach so, nee, da sind ja zwei neben mir. Hä, ja, das geht doch gar nicht. Drei Schwarze über sich, aber nur eins neben sich. Also wenn ich jetzt das hier nehme, dann habe ich keins neben mir, aber drei Schwarze über mir. Wenn ich das hier nehme, habe ich zwei Schwarze neben mir und drei über mir. Oder gilt es nicht als neben mir? Aber dann hätte es ja gestimmt. Ich bin irritiert. Ich verstehe es nicht. Und das nervt mich. Ah, Gott. Hat drei Schwarze über sich, doch nur eines neben sich. Da wären ja zwei neben mir. Ich probiere jetzt einfach mal die Ecken aus. Ich verstehe es echt nicht. Ich meine, hier wären zwei neben mir. Da wären zwei neben mir. Hier wären zwei neben mir. So. Aber es wären drei über mir. So hätte ich drei über mir und eins neben mir. Ha. Und es muss ja hier unten irgendwas sein. Weil... Hat drei Schwarze über sich, doch nur eines neben sich. Warum das? Das sind doch zwei neben mir. Okay, egal. Wenn jemand weiß, warum das hier so passiert, wie es passiert, erklärt es mir gerne. Ich habe absolut keinen Plan, warum, aber na egal. Gut, gut, aber vom schwarzen Ritter hatte ich auch nichts anderes als Kenntnis auf dem Felde erwartet. Sag mal, wie oft denn noch? Ich bin nicht der schwarze Ritter. Alte Rivale, so einfach bin ich nicht zu täuschen. Nur heran, wenn du das Spiel weitertreiben magst.
Haha, mit nur zwei Schnitten erschaffe ich vier dreieckige gleicher Größe. Oh Gott. Doch wo ist die Spitze des untersten? Okay. Ich hätte jetzt eins drüber genommen, aber okay. Sieh an, schwarz bemähnter Herr, heute stellst du dich gar listig an, doch im dritten Anlauf enttarne ich dein Trugwerk. Der erste, mit dem man hier zumindest so eine Art Gespräch führen kann. Und er ist ein Unnachteter. Hoho, zögerst du gar, Schwarzer? Man kann sie lesen wie ein Buch. Sie sind die mir verbundenen Felder. Aber am meisten lieb ich das 13. Was? Warum gibt's hier ein Schachrätsel? Ich kann kein Schach. Das ist so diese... Das 13. Also, ich werde nicht nachschauen, also ich werde nicht nach der Lösung schauen, aber ich werde mir mal ein Schachbrett bei den Google-Bildern suchen und vielleicht kommt da dann die Lösung zu mir. Bis gleich. So, ich bin irritiert. Also, das Schachbrett, das ich gefunden habe, hat 8 Felder. So. Also 8 mal 8. Das hat aber nur 7 mal 7. Und wenn ich jetzt richtig liege, dann müsste das hier die erste Reihe sein. Das sind 7 Felder. Dann hier wären 14 Felder. Und das 13. müsste dann das hier sein. 'Sie sind die mir verbundenen Felder, aber am liebsten liebe ich das 13. Nö. Okay. Also. Bei der Aufstellung müssten die Pferde... Ich weiß, das sind... Die heißen nicht Pferde, aber für mich sind es Pferde. Läufer sind es, glaube ich. Keine Ahnung. Ich blamier mich hier gerade. Egal. Die müssten hier in der Ecke stehen. Das heißt... Die Quer... Also... Oh Gott. Ich bin so schlecht im Erklären. Es tut mir leid. Also die Querfelder... haben an einem normalen Schachbrett Buchstaben. So. Und die Felder hier haben Zahlen. Okay. Irgendwas mit Buch müsste ja Buchstaben sein, weil Bücher bestehen aus Buchstaben, nicht aus Zahlen. Theoretisch. Und die Läufer stehen hier im Eck. Und die benachbarten Felder müssten ja dann die hier sein. Jetzt ist nur die Frage, steht weiß unten oder steht weiß oben? Ach Gott. Sie sind die mir verbundenen Felder, aber am meisten liebe ich das 13. Oder muss man von dem hier ausgehen? Also von... Ich hasse solche Rätsel, die ich nicht lösen kann, weil ich mich mit dem Grundding nicht auskenne. Wahrscheinlich ist es so eine Lösung, wofür man sich mit Schach absolut nicht auskennen muss. Und ich stehe einfach mega auf dem Schlauch. Kann sie lesen wie ein Buch. Sie sind die mir verbundenen Felder, aber am liebsten liebe ich das 13. Ich verstehe es nicht.
meine, das 13. müsste entweder das hier sein. Oder das hier. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Und da oben war es auch nicht. Hilft mir sein Augenmerk irgendwie weiter. Nö. Verstehe halt nicht, warum das nur ein 7x7-Feld ist. Gibt es ein bestimmtes... Moment. Gibt es auch 7x7-Felder? 2, 4, 6... Nein, die sind immer 8. Das ist ein 6x6-Feld. Also, ich wundere nicht, Google nebenher. Ich hoffe, ihr seht es nicht. Nein, okay. Ich google nebenher nach Schachbrettern, aber entweder habe ich 8x8-Feld oder ein 6x6-Feld. Aber ein 7x7-Feld habe ich noch keins gefunden. Ah. Ja, ich bin jetzt einfach so blöd und schau nach. Ich will dieses Spiel irgendwann auch mal fertig haben. Das war wegen dem Spiegelraub da. Spiegelraub vor Cornwall. Mitte. Warum? Oder? Und stelle ich die Herausforderung des Weißen Ritters. Ja, erste Herausforderung. Zweite Reihe von unten und zweites Feld von links. Die Blickrichtung ist auch noch wichtig. Du hast 500 Erfahrungspunkte. Die Mitte. Warum ist das die Mitte? Du erkennst das Feld an und gestehst es mir zu? Dann fällt von dir ab der Verdacht. Erwählter, wir gelten wieder als unbescholten. Fang gar nicht erst an, dich darauf einzulassen. Verzeiht die Verwechslung mit dem Schelm, drum ziehe ich gar artig meinen Helm. Heißt das, wir können jetzt reden? Ein manches Mal entpuppt sich die Wahrheit nicht als schwarz-weiß, sondern liegt dazwischen. Dies ist, so scheint es, einer dieser Fälle. Du bist keiner der meinigen, aber weder der schwarze Ritter noch sonst eines der dunklen Geschwister. Was wünscht einer wie du nur hier? Ich suche die Krone hinter den Spiegeln. Ah, dann musst du zu ihm. Ich schließe dir auf und lasse dich ein sogleich. Ein Wort noch zum Geleit und beachte es wohl. Er selbst steht weit über dem Zeremoniell, doch schätzt er es nicht, wenn andere es missachten. Nur zu, mein Helm sei als Ausgleich für meinen Fehlgriff, in dir den ewigen Feind der Reinheit der Felder zu sehen, obschon dich so keinerlei Schuld noch Makel befleckte. Vielmehr du dich vor meinem Auge mit dem Ruhm des Einfalls begrenztest. Gott, dessen erwiesenermaßen der grobe Geselle, dem Feindschaft ich geschworen, nur allzu sehr entbehrt, womit der Erweis meinen Irrtum als eben solchen entlarvte und unser Treffen schließlich doch zu einem schadlosen Ende, welches, ach, ich seh's doch, mehr dir als mir zu verdanken ist, geführt hat der Deine. Was? Danke. Der Helm gehört dir, sagt der weiße Ritter. Prima. Gisulf nimmt einen weißen Ritterhelm. Weißer Ritterhelm. Halter kann immerhin über Eck schlagen. Wow. Ach, ja. Sieht man das jetzt? Nee. Hm.
Hä? Okay, da. Ach so, jetzt kommen die. Wow. Ach, danke schön. Sehr nett. Ja. Okay. Das hier ist. Was sind denn das? Also. Das hier ist die Dame, nehme ich jetzt mal an. Falls ihr den Hund hört, seine Freundin bellt gerade draußen, weil jemand an ihrem Garten vorbeiläuft und er kann nicht in den Garten. Der arme, arme Tropf. So, Bauer. Das hier, hätte ich jetzt gesagt, ist ein Läufer. 2, 4, 6, 8. Da sind jetzt 8x8 Felder. Okay. So. Und jetzt hätte ich gesagt, das hier ist ein Turm. So, und das hier ist hier der da daneben steht. Oder, nein, warte, das ist der Läufer. Und der andere ist ein Springer, oder? Ja, Springer, nicht Läufer. Okay, Entschuldigung, ich hab mal wieder verwechselt. Aber das ist der Springer, nicht der Läufer. So, so, die Besucher kennen also das Zeremoniell. Der kenntnisreiche Gast ist mir willkommen. Tretet vor mich, Rechtsgekehrte. Okay. Hi. Willkommen in einer meiner Hallen, Wolfenhainer. Vorbei sind die Zeiten, als nur die in Feuer und Himmel gewandeten hier einkehrten. Ob alt, ob neu, eines bleibt. Wer auch immer die Pfade auftut, erhält die Gabe dieser Reiche, so auch ihr. Juhu! Nehmt sie, aber nehmt sie nicht für euch. Sie kehrt am Ende ja doch immer zurück. Die Helden erhalten eine eigentümliche, wie gespiegelt wirkende Krone. Jeder, der den Weg zu mir findet, trägt noch etwas anderes davon, gebraucht mit Gewinn, was ihr erfahren habt. Die Helden erhalten nochmal abschließende 600 Erfahrungspunkte obendrauf, denn das war ja auch mal wieder was. Bist du's? Ich blicke aus jedem Spiegel, ich reise in jedem Wind. Ich bin selbst dort, was mein Bruder nie bescheinen könnte. Glaubt nicht, euer Tun bleibt unbeachtet. Aber glaubt erst recht nicht, ihr zöget nur die Blicke der Wohlwollenden auf euch. Säumt nicht, eilt und vergesst nicht. Ich habe nicht nur weiße und schwarze Türme auf dem Feld, sondern auch einen roten. Und jetzt wünschte ich fast, ich hätte nicht gefragt. Ich muss mal kurz schauen, was denn da draußen so Dramatisches passiert. Nichts. Wow. Hund, herzlichen Glückwunsch. Drama Queen. Da ist nichts. Es ist anscheinend sehr spannend da draußen, weil es passiert halt einfach nichts. Und er dreht trotzdem am Rad. Oh, ja. Ich muss erst durch den Spiegel.
So, Entschuldigung, von einer Unterbrechung in die andere. Egal. Geschafft. Ich habe tatsächlich die Krone hinter den Spiegeln ergattert. Und gebe sie wieder her. Stehst du noch zu deinem Wort, Häuptling? So schmeckt mir ein Geschäftspartner am besten. So ist es. Gisulf nimmt Ortruths Spiegel. Etwas nackt wirkt es jetzt schon, aber ich bin sicher, dir kommt noch eine Einrichtungsidee. Na, siehst du? Hängt da jetzt... Ja, wie cool. Hübsch eingerichtet. Ja, dafür hast du ein Händchen. So, jetzt gehen wir also wieder zurück. Es tut mir leid, schon wieder eine Folge einfach komplett verplempert, wenn man es so sehen will. Aber vielleicht kriegen wir jetzt eine richtig coole, ultra tolle Belohnung, für die es sich gelohnt hat, dahin zu gehen. Nein, ich bin falsch. Ich muss ja zu dem Hof. Hier. Hier rein. Hallöchen, Ortrud. Mein schöner Spiegel in den Händen der Barbaren. Verflucht sei die Hügelsteppe. Greine nicht, Weib. Guck doch. Mein Spiegel. Sieh nur, Nordge. Mein Spiegel. Großartig. Wo hänge ich ihn hin? Hierhin? Dahin? Ich weiß. Dahin. Nordge, sieh nur, wie spiegelig ich aussehe. Nordge. Großartig. Und weißt du, was ich so großartig finde? Erwartest du etwa eine ausgefallene Belohnung für einen simplen Bringdienst? Simpler Bringdienst? Ich komme direkt aus der Hügelsteppe. Pluster dich nicht so auf. Geh nach A, hole X, das war's doch schon. Dafür sind 10 Münzen mehr als genug. So billig kommst du mir nicht davon, Geizkrägin. Es gab Probleme. Wir mussten rätseln. 20 Münzen. Es waren 6 Rätsel. 30 Münzen, Kirschlund. Nun ist es aber genug. Die Rätsel waren hinter einem kompletten Barbarenstamm verschanzt. Durch den mussten wir auch erstmal durch. Da, 50 Münzen. Vielen Dank für deine Hilfe, Goldfraß. Und nun hinaus, bevor alles Gold im Haus verschwindet. Den Helden des Wiederbeschaffungswesens seien obendrein noch 1000 Erfahrungspunkte mit der Regung echter Dankbarkeit überreicht. Gisulf, Valdrada, Brun, ihr wart wirklich fabelhaft. Das hat sich so absolut nicht gelohnt. Kann ich jetzt eigentlich hier in den Spiegel gucken? Kann ich mir den nochmal borgen? Versucht keine Tricks, eure Belohnung habt ihr schon bekommen. Ja, doch. Denkt dran, Wiedersehen macht Freude. Okay, wir können den jetzt tatsächlich mitnehmen. Aber wohin? Okay. Okay. Ich kann mir den jederzeit ausleihen, aber er gilt nur, also es gilt nur als abgeschlossen, wenn der Spiegel hängt. Ansonsten gilt das, die Quest als nicht abgeschlossen. Gut zu wissen. Reiserolle. Da haben wir alles. Da fehlt noch eins. Ich glaube, das können wir gar nicht bekommen. Hühnengrab, nur weg vom Torhuhnacker. Achso, Wasser eines heiligen Hains, das muss man ja auch noch abschließen. Oh Gott. Ja gut, wir sind jetzt aber schon wieder durch. Einfach einen kompletten Part damit verbracht, sinnlos die Gegend zu laufen. Herzlichen Glückwunsch. Naja, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.